So, okay, wir geben uns heute nochmal, heute machen wir es für den Easy Content. Wir gucken uns an, Influencer mit Fake-Restaurant reingelegt. Let's go. Hallo, da bin ich wieder. Nachdem ich das ganze Jahr mit meinen Influencer-Freunden so viel Schabernack getrieben habe, habe ich gedacht, jetzt ist es an der Zeit, ihnen auch mal was zurückzugeben. Was geht, Bro? Alles klar? Ja, soweit so gut. Bisschen Streamer Reno auf entspannter Reno. Gefühlt möchte ja heutzutage jeder Influencer werden. Warum auch nicht? Man wird in die schönsten Hotels der Welt eingeladen, man kommt auf die größten Festivals kostenlos und man bekommt das beste Essen der Welt serviert. Also ich sag ehrlich, ich wurde noch nie kostenfrei in ein Hotel eingeladen. Und wenn ich eins gelernt habe, ist, egal wo ich bin, egal ob es eine Bäckerei ist, egal ob es ein teures Restaurant ist, egal wo ich hingehe, wenn die Leute mir umsonst geben wollen, bezahle ich immer. Ich lasse mich nicht einladen und ich nehme nichts umsonst an. Und ich sage euch, warum. Erstens, nur weil ich gutes Geld verdiene, habe ich keine Lust, immer als etwas Besonderes gesehen zu werden, das ich nicht bezahlen muss. Zweitens ist oftmals die Erwartung eine Gegenleistung. Du gehst beispielsweise zum Restaurant deines Vertrauens. Du gehst sonst wohin. Die Leute sagen, nee, alles gut, Bro. Für umsonst, für dich, alles gut. Guter Mann. Und du denkst dir, oh, korrekt. Und du gehst nach Hause, aber du hast keine Story gemacht oder hast nicht irgendwo einen Post gemacht. Ah, geiler Laden. Und dann heißt es nämlich, der Penner voll abgehoben, ich habe ihn eingeladen, hat nicht mal eine Story gemacht. Alles schon erlebt. Es sei denn, es sind wirklich gute Freunde. Metzger Lesser bezahle ich immer. Die wollen mich immer einladen, ich muss 10 Euro bezahlen, ich lege immer 20 Euro hin. Nicht, weil ich jetzt Angst hätte, dass die hinter meinem Rücken schlecht reden, aber ich mag das auch. Insgesamt mag ich das einfach nicht. Mir geht's doch gut. Warum soll ich für umsonst nehmen? Eine Hand wäscht die andere. Und deshalb wollte ich meine Influencer-Freunde zu einem Sterne-Dinner einladen. Nur, dass am Ende kein Sternekoch in der Küche steht, sondern ich. Mein Gourmet-Dinner wird natürlich ein Dinner à la Marvin. Und deswegen habe ich mein Lieblings-Fastfood zusammengekauft. Burger, Pommes, Apfeltaschen, um daraus ein Luxus-Drei-Gänge-Menü zu gestalten, das die... Bin aktuell wieder auf einer, ich weiß nicht, 3-Monate-Streak kein McDonald's. Fühlt sich so gut an. Die Welt noch nicht gesehen hat. Mich würde es nicht wundern, wenn wir damit sogar noch einen Preis gewinnen. Also an allererster Stelle, ich kann nicht ansatzweise so kochen wie ein 3-Sterne-Michelin-Koch. Das sind ja wirklich die besten Köche der Welt. Wir haben auf jeden Fall was von Mc's da, wir haben was von Burger King. Aber Burger King, nee, auch nicht. Ich versuche wieder nicht mehr zu McDonald's und zu Burger King zu gehen. King da, wir haben was von KFC da. Und ja, ich wette, einer dieser Restaurants hier in Köln hat auch 3 Sterne, aber bei Google. Ja, das glaube ich auch. Da gibt's KFC, also sei mich sauer, KFC ist für mich der größte Dreck. Ich wurde von KFC sogar für ein Placement angefragt, nachdem ich ein Jahr oder so schon kein Fleisch mehr gegessen habe, haben die angefragt, yeah, yo, Bock bei TikTok eine Produktplatzierung zu machen? Du musst nur sagen, dass das super schmeckt. Habe ich natürlich gesagt, ey Bro, ich esse seit einem Jahr kein Fleisch, gut recherchiert. Die haben so, oh, weißt du, so diese Standard-Mail. Oh, uns gefällt dein Content so gut, wir sind ein großer Freund und deine Zielgruppe passt genau in unser Portfolio. Habe ich nur zurückgeschrieben, gut recherchiert, ich esse seit einem Jahr kein Fleisch. Und dann habe ich die Clownsnasen bei TikTok gesehen, die Werbung gemacht haben. Ah, hier, köstlich, KFC, der beste Laden aller Zeiten. Seid mir nicht sauer, das als gutes Chicken zu verkaufen, ist wirklich die absolute Frechheit. Wirklich die absolute Frechheit. Das ist so weit weg vom guten Chicken. Und dadurch, dass ich nur Toast mit Ketchup zubereiten könnte, braucht ihr natürlich vorher einen Crashkurs von... KFC ist geil, wirklich. Guck mal, Kingboy, ich will dir mal eine Sache erzählen, okay? Und ich weiß, ich bin auch nicht das perfekte Beispiel für gesund ernähren und so. Aber bei KFC, das, was dir an diesem Essen schmeckt, und das ist genauso wie bei McDonald's oder bei Burger King oder bei vielen anderen Dingen, es schmeckt dir nicht, weil die Qualität des Fleisches so super ist. Es schmeckt dir, weil die Geschmacksverstärker, die Aromen, die dort drinne sind, gemacht worden sind, um eine Sucht bei dir im Gaumen zu erzeugen. Aber ich bin auch jemand, der sich da immer wieder drauf reinfällt und ähnliches, ne? Geht dahin, ist ja eure Sache. Aber, das ist wirklich die einzige Frau, von der ich mir was sagen lasse. Einem echten Profi. Also wichtig ist, glaube ich, wirklich, dass du auch später sauber arbeitest. Also dass, was auch immer du schnibbelst, immer gleichförmig ist. Weil das ist schon so ein Ding, das muss einfach stimmen in der guten Gastronomie. Nach ein bisschen rumprobieren kam uns dann die Idee, aus einem gewöhnlichen Chicken Burger einen Caesar Salad als Vorspeise zu machen. Im Grunde genommen ist es ja nichts anderes. Salat, Chicken und Mayo. Nur musste der dann natürlich in eine andere Form gebracht werden. Dann haben wir so diese perfekte Croutonform. Einfach so in gleichmäßigen Abständen. Ich bin selbst nicht zufrieden damit. Nicht? Nee. Oder so ein Gesicht, guck mal. Ja. Sieht so dolly aus. So fühle ich mich gerade.
Für Max war relativ schnell klar, aus den Chicken Wings von KFC wird am Ende Pulled Chicken. Und dann hatte er noch eine Idee für die goldenen McDonald's Pommes. Einfach und... Sind wir mal ganz ehrlich, ich mache jetzt mal Re-Rap, ne? Monopoly McDonald's ist doch die größte Verarsche, die es gibt. Kennt ihr eine Person bei euch im Umfeld, der da mal wirklich die Million gewonnen hat? Ich kenne wirklich niemanden. Ich kenne höchstens ein oder zwei Leute, die da mal ein Handy gewonnen haben oder so. Ich kenne eigentlich gefühlt wirklich nur Leute, die da so Vorpreise gewonnen haben. Gibt eine Doku zu, wo das als Fake aufgedeckt wurde. Ja, so weit will ich jetzt nicht gehen. Die Doku habe ich nicht gesehen. Wenn es so ist, dann könnte es sein, dass es Scam ist. Ich weiß es nicht. Und genial. Das ist wirklich, es fühlt sich auf so vielen Ebenen falsch an, was ich hier mache. Jetzt einmal gerade runterziehen. Ich würde mit dem Coleslaw jetzt dran gehen. Mhm. Den so ein bisschen in die Mitte liegen, so quasi nochmal ein Bett machen. Es sieht halt wieder so gut aus. Ich finde es super. Ich finde, es sieht aus, als wäre es so ein Komet, der fliegt. Und hier so die Spur. Vielleicht nennen wir es auch irgendwie Rising Star oder so. Beim Dessert war uns klar, dass wir aus dem Lava Cake nicht wirklich viel machen können. Der musste so am Ende auf dem Teller landen. Aber wir hatten dann noch die Idee, aus einer gewöhnlichen Apfeltasche auch noch was Kleines zu zaubern. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass wir den so nehmen, wie er ist, oder? Ja. Den Brownie, ich glaube, von KFC ist der. Genau, können wir nicht viel machen. So eine Basis aus Apfeltascheninhalt und dem Spaß hier. Oh ja? Der macht gute Menge. Ich würde einmal einfach in die Mitte, wirklich mittig auf den Teller, diesen... Sorry, Chad, ich hatte hier gerade ein paar kleine Kids, die vor der Tür waren. Ich habe ja auf meinem gesamten Grundstück Kameras und habe auch immer meine Kameras offen und habe gerade gesehen, wie hier ein paar Leute längs gegangen sind, was ja gar kein Problem ist. Einer von den Jungs hat gefilmt und ich habe kurz die Jungs freundlich darauf hingewiesen, dass sie bitte das Filmen unterlassen sollen. Ich komme ja auch nicht zu denen nach Hause und film. Alles gut, man redet normal. Nee, ich habe wirklich freundlich geredet. Ich bin kein Arschloch, das sind Kids. Plexsetzen. Ein bisschen Crumble oben drüber. Also ich sag dir ganz ehrlich, für sowas verlangen die in Berlin 20 Euro. Das ist aber von KFC und... Ein bisschen leiser als sonst. Das kann ich aber hier sofort ändern. Das ist kein Problem. Jetzt sollte meine Stimme wieder so sein, wie es ist, ne? Dass es kurz zusammengeschustert wurde. Okay, easy. Kein Problem. Da kann man nicht unbedingt, oder? Nee. Okay, dann freue ich mich, ein bisschen geholfen haben zu können. Vielen Dank, dass Gerne. Du mir... Ich hatte gestern, als ich mir das Video schon einmal ganz kurz mit euch angeguckt habe, gesagt, okay, wir gucken später. Jetzt realisiere ich erst, ich glaube, er lädt die Leute dort ein. Also die Leute posten dann eine Instagram-Story, wo sie sagen, wow, voll das leckere Essen, dies, das, Ananas. Du geholfen hast hier bei der Auswahl der Gerichte und ich bin mal gespannt, ob das so durchkommt. In meiner Fantasie ist das Menü schon so gut wie fertig. Wir nehmen einen klassischen Chicken Burger und machen daraus den Signature Caesar Salad. Der Hauptgang besteht aus einer Hähnchenkeule und McDonald's Pommes und wir nennen es Pulled Chicken Perfection. Und das Dessert ist der Lava Cake Extravaganza. Das ist aber schon Das alles habe ich schon auf eine Speisekarte gebracht und die wird jetzt 20 Mal ausgedruckt und dann kann es losgehen. Und jetzt braucht ihr nur noch ein nobles Restaurant, das mich in ihre Küche lässt, damit ich da mit meinem Fastfood rummanschen kann. Und ich sage euch ganz ehrlich, das war gar nicht so einfach. Ich bin auf der Suche nach einem Restaurant, das man für Drehanfragen buchen kann. Ist sowas bei Ihnen auch möglich? Also grundsätzlich schon. Worum soll es denn gehen? Perfekt. Ich habe nämlich die Idee für ein Event, wo ich Influencer einladen würde. Und die würde ich dann versteckt in der Küche mit Fastfood bekochen. Nee, so einen Quatsch machen wir leider nicht mit. Okay, dann weiß ich Bescheid. Trotzdem vielen Dank und schönen Abend noch. Auf keinen Fall. Die Leute sollen ja nicht denken, wir wären eine Pommesbude. Okay. Ja, kann man aber auch nachvollziehen. Ne? Am Ende des Tages ist es ja so, dass das Restaurant, was dann gezeigt wird, ja auch automatisch irgendwie einen schlechten Ruf bekommt. Ne? Irgendwie. Weiß ich Bescheid, gar kein Problem. Ich danke Ihnen trotzdem für Ihre Zeit, ja? Da können wir gern mal drüber sprechen. Wollt ihr denn mal vorbeikommen und eine Besichtigung machen? Gerne. Würde es direkt morgen passen? Gerne, das ist in Friedrichshain, oder? Genau. Dann machen wir 15:30 Uhr. Perfekto. Ich freue mich. Vielen Dank. Perfekt, dann sehen wir uns morgen. Perfekt, schönen Abend noch. Geil, morgen 15:30 Uhr. Im Hintergrund läuft Bundesliga, glaube ich. 30 Besichtigung von unserer Location. Hoffentlich unserer Location. Es ist mal wieder an der Zeit, Influencer anzufragen und dafür habe ich mir mal wieder was ausgedacht. Und zwar tauche ein in eine Welt, in der Kulinarik neu definiert wird und kreative Freiheit auf inspirierende Aromen trifft. Der Höhepunkt des Events ist die einzigartige Gelegenheit, die Kreation eines weltweit renommierten Meisterkochs zu erleben. Diese Mail und diese Einladung habe ich an ein paar Influencer geschickt und ich bin mal gespannt, wer zusagt und Bock auf Gratisessen hat. Oh Gott, ja, Marvin macht es auch intelligent. Er macht es auch intelligent und es wird immer genug, ich will nicht sagen Idioten, aber genug Trottel geben, die da drauf reinfallen. Und dann war es endlich soweit. Der Tag der Tage ist gekommen. Die Menükarten waren gedruckt, die Location war gebucht und jetzt fehlt...
Wärst du drauf reingefallen? Nee, alleine schon, weil erstens mein Management meine Anfragen bearbeitet und zweitens Marvin nicht mir das Geld bieten würde, was ich verlangen würde, wenn ich so etwas machen würde. Nur noch die Zutaten für unser Luxus-Drei-Gänge-Menü. Und deswegen haben wir uns morgens um 11 Uhr bei McDonald's getroffen. Eigentlich ein ganz normaler Samstag. Erste Station McDonald's. Und hier brauche ich jetzt 20 Portionen große Pommes, 25 heiße Apfeltaschen und 25 Quetschis. Und 25 Apfeltaschen. Jawohl. Vielen Dank. Viel Spaß, lasst euch schmecken. Oh, das riecht schon so gut. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. Es ist so schön warm, es riecht so gut, herrlich. Station Nummer 2, wir sind bei KFC und hier brauchen wir jetzt 8 Original Buckets, das heißt insgesamt 64 Hähnchenschenkel. Auf geht's! Hallo, ich hätte gerne 8-mal den Original Bucket, bitte. 8-mal? 8-mal die Original Bucket? Ja, dann nehme ich einmal Pommes und einmal Coleslaw. Sehr gerne. Dankeschön. Aber das ist 8 Stück, also 8-mal das Menü. Ja. 8-mal. Ja, 64 Hähnchenteile. 183 Euro. 92. Mit Karte bitte. Jetzt gehen wir da drüben zu Burger King und kriegen wahrscheinlich. Ist das nicht direkt beim Waldorf Astoria Hotel oder nicht? Nee, Alexanderplatz, okay, dann habe ich falsch. Nee, alles klar, danke. Wahrscheinlich nochmal so viele Tüten. Auf geht's! Und zwar brauche ich bitte 25 Crispy Chicken und 5 Veggie King. Ja, komm, Crispy, 25. Das ist meine Ansage. Und 25 Brownies bitte. So. 30 weitere Burger, 25 Brownies. Das wird ein leckerer Abend. Hier findet heute mein Luxus-Gourmet-3-Sterne-Dinner statt. Ist aber echt schon eine gute Idee, ne? Ich bin mal gespannt, wer da auftaucht. Das Essen dazu habe ich gerade schon abgeholt. Es ist super schwer, lass uns gerne reingehen. Drin sieht es nämlich noch viel, viel schöner aus. Schöne Location, Digga. Schöne Location. Hinter mir wird so fleißig gewuselt. Wir haben so viele Freiwillige, die heute helfen, hier mein Fake-Event auf die Beine zu stellen. Irgendwie ist das schon mega absurd geworden in den letzten Jahren. Und so ein Event funktioniert natürlich nur mit Partnern und mit der richtigen Bestechung. Denn das hier sind unsere Goodie-Bags, die jeder der Gäste zur Verfügung austauschen muss. Skip. Natürlich auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Raumduft habe ich extra für alle gekauft, ein bisschen Schoki, weil ist ja bald Weihnachten und eine wunderschöne schwarz-goldene Duftkerze. Aber in die Goodiebags, die am Ende die Influencer bekommen, packe ich natürlich noch ein bisschen mehr rein, das den Wert ins Unermessliche steigert. Denn diese kleine Karte hier ist ein Wunschgutschein, da kann man einen Betrag von, ich glaube, bis zu 500 Euro raufladen. Ist aber gar nicht beladen, ist völlig wertlos, einfach nur Papier. Diese Goodiebags kommen dann hier auf jeden Sitzplatz und dann können die Influencer genau hier Platz nehmen, an ihren goldenen Tellern, schwarzem Besteck, eine schwarze Stoffseite. Schon cool aufgemacht von ihm, 100%, also sehr cool gemacht, ja. Irgend so eine komische Rasselblume dazu als Deko, ein Blumenbouquet auf jedem Tisch, ein Kerzenständer aus Gold. Wir haben natürlich den Champagnerkühler parat, wir haben sogar Salz- und Pfefferstreuer aus purem Gold. Und was die Influencer nicht wissen, ist, dass in den Blumen sich ein kleines Mikro befindet. Außerdem haben wir hier tausende Kameras überall versteckt und werden sie haargenau beobachten, wie sie auf meine Kreation reagieren. Hier in unserem Backstage. Boah, schon 31er, Digga. Backstage befindet sich die Kommandozentrale. Wir können alles, was vor Ort passiert, beobachten. Hier zum Beispiel, guck mal da, kann ich rauszoomen, glaube ich. Guck mal, zack. Aber von hier wird. Leo ist da? Ja, alles gut. Leo war vorhin schon da. Alles gut. Hier wird seriös gearbeitet. Hier wird alles beobachtet, hier wird alles mitgehört. Und damit es nicht komisch aussieht, dass 5 Influencer in so einem riesigen Saal alleine essen, habe ich noch 15 eingeweihte Darsteller organisiert, die dafür bezahlt wurden, einfach sich dazwischen zu setzen und einen schönen Abend zu haben. Und die Frage, die ich mir aber stelle, ist, da muss ja ein zweiter Teil noch kommen, oder? Und dann wurde es ernst. Das, was Max mir 2 Wochen vorher beigebracht hat, musste ich dann alleine umsetzen. Und das 20 Mal. Ganz ehrlich, ich habe mich gnadenlos überschätzt. Es wird Zeit für unsere Vorspeise, einem Signature Caesar Salad. Und damit unser Signature Caesar Salad am Ende gut aussieht, nehmen wir den Chicken Burger von Burger King, bauen den auseinander. So, das wird. Ja, das Essen ist einmal Durchfall to go. Unsere Base, da kommt schönes Caesar Dressing drauf, dann ein bisschen Salat. Dann werden wir noch das Brötchen nehmen, schön anbraten, dass es zu Croutons wird. Kommt schön oben drauf und fertig ist unser Signature Caesar Salad. So,
So, jetzt werden hier die Chicken Patties so platziert und gleich warm gemacht, dass sie natürlich dann auch warm auf dem Teller landen. Müssen dann nur noch uns entscheiden, welche 5 Patties sehen am besten aus. Die bekommen dann die Influencer. Next Step, Croutons. Und die machen wir einfach aus den Burgerbrötchen. Respekt an jedem, der beruflich in so einer Küche arbeitet. Es ist unendlich heiß, es ist unendlich anstrengend, körperlich und psychisch, das irgendwie alles gleichzeitig fertig zu bekommen. Apropos, ich muss die Chicken Patties noch in dem Ding warm machen. Achso, falsche Richtung. Hier haben wir schon ein paar Croutons, wir müssen dann natürlich ein bisschen sortieren. Ich finde es immer so süß, wie er rote Bäckchen bekommt, wenn er aufgeregt ist oder ihm etwas unangenehm ist. Dann kriegt er immer rote Bäckchen, das ist so süß. Hier sind gerade die, die gut aussehen und hier muss ich dann wirklich einzeln die auswählen. Cool. Also am Ende wird es wirklich im wahrsten Sinne. Guck mal, wie süß das ist, wie seine Bäckchen rot werden, Digga. Ich wollte das Rosinenpicken, weil ich einzelne daneben. Das sieht aus, als wenn er übelst die Ohrfeige kassiert hat. Wenn die gut aussehen. Ist ein bisschen wie bei Dr. Bibber. Das muss ja schön crunchy sein. Auch da darf es natürlich nicht zu viel sein, damit es nicht runterfällt. Und jetzt habe ich mir auch noch eine Kleinigkeit überlegt. Und zwar, dachte ich immer, in Restaurants, wenn sowas ankam, was soll denn das für ein Quatsch? Hab das nie mitgegessen, aber es gibt essbare Blumen. Oh, die riechen auch gut. Der Probeteller ist fertig. So sieht er aus. Ich bin relativ zufrieden. Also eins, ich freue mich schon auf den zweiten Teil, aber eins muss man sagen, es wird extrem schwer für die Leute, die dorthin kommen. Also er holt sich ja keine Essence-Experten dort rein. Und diese ganzen McDonald's-Sachen und KFC und wie sie alle heißen, sind so voll mit Geschmacksverstärkern und so voll mit Zusatzstoffen, dass es dir automatisch irgendwie schmeckt. Ich muss mich natürlich sehr konzentrieren und hoffe, dass das jetzt bei den nächsten 20 Dingern nicht so lange dauert. Weil sonst werden alle hungern. Boah, nein, hier fällt alles runter. Das ist doch kacke. Scheiße, ich habe das Dressing vergessen. Oh, fuck, da muss doch erst das Dressing drauf. Schon wieder gekleckert. Bitte, lieber Salat, bleib liegen. Komm schon. Mann. In der Küche ging es wirklich drunter und drüber. Nichts hat geklappt und das alleine schon bei der Vorspeise. Und parallel dazu kriege ich aus der Regie auch noch die Info, dass die erste Influencerin schon da ist. Hallöchen, Olivia, hi. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wollt ihr schon was trinken? Ja, gerne. Wir haben hier einmal Cremant im Mund. Das ist Larissa. Auf ihren Fotos hat sie komischerweise fast immer den Mund auf. Who the f*** ist Larissa, man? 2020 war sie bei GNTM. Ein Jahr später bei Villa der Liebe und Krass Klassenfahrt. Mama sagt immer, dass das übertrieben dumm macht. Und damit hat sie vermutlich recht. Muss man sich mal vorstellen. Ich stehe hier in der Küche, kriege gerade wirklich Hautausschlag vor Stress, weil Influencer zu einem Drei-Gänge-Menü Sterne-Koch-Event eingeladen wurden. Und es ist eine da und alle anderen zu spät. Kurzer Kniggecheck. Wenn ihr zu einem 3-Sterne-Gourmet-Dinner eingeladen werdet, um wie viel Uhr seid ihr vor Ort? A, eine halbe Stunde vorher, B, pünktlich um 18 Uhr oder C, eine halbe Stunde zu spät. Schreibt das gerne mal in die Kommentare und abonniert gerne meinen Kanal für Teil 2, denn nächstes Mal geht es so weiter. Das Chicken ist krass. Ich habe die schnippischen Kommentare vom Team gehört, dass das ja aussieht wie Katzenfutter. Ich hoffe, dass das vorne nicht so gesehen wird. Aber dass der Koch nicht mal rausgekommen ist. Also, lieber Marvin, ich will dir nur einen Tipp geben. Vertrau mir, würdest du das als Einteiler hochladen, das Video würde 30, 40, 50 Minuten gehen, würdest du mehr Geld verdienen als mit 2 einzelnen Videos. Nee, der zweite Teil ist leider noch nicht draußen. Ich gehe mal von aus, dass der eine Woche später kommt oder so. Ja, also eine coole Sache. Ich bin gespannt.